ist St. Ottilien so ein anderes Ort. Schon wenn man reinkommt, es hat irgendwie so, es ist ein Kraftzentrum. Das kann man vielleicht verstandesmäßig gar nicht so erklären. Wir machen heute Haltestelle, Station am Bahnhof St. Ottilien. Hier Erzabt Wolfgang Oechsler und Andrea Göppel, die das neue Buch gestaltet haben, Haltestellen für die Seele. Erzabt Wolfgang, du bist vor 40 Jahren hier nach St. Ottilien gekommen. Das sind schon mehr als 40 Jahre, seitdem du dich den Mitbrüdern angeschlossen hast und Missionsbenediktiner geworden bist. 2012 haben sie dich dann die Mitbrüder zu ihrem Erzabt gewählt. Seither hast du eine recht verantwortungsvolle Aufgabe für rund 100 Mönche, mehr als 120 Angestellte der Klosterbetriebe. Als Theologe und Musiker leitest du auch Kurse im Gäste- und Exerzitienhaus St. Ottilien. Und jetzt hast du zusammen mit Andrea Göppel ein Buch verfasst mit Texten fürs Leben, für den Weg durchs Leben. Wie kam es zu diesem Buch? Wie ist die Entstehungsgeschichte der Kooperation? Wie kamen Texte und Bilder zusammen? Andrea und ich, wir haben schon lange eigentlich den Plan gehabt, so ein Buch zu machen. Und der Auslöser war letztes Jahr, die Corona-Zeit, wo mir es wichtig war, dass Leute so andocken können, mit St. Ottilien in Verbindung bleiben. Ich habe dann jeden Tag einen Impuls geschrieben und die Impulse waren so wie so Haltestellen für Menschen und wo sie gesagt haben, da können sie mit uns in Verbindung bleiben. Für mich ist ja wichtig so eigentlich Begegnung und das war dann noch eine Form der Begegnung. Und für mich ist auch wichtig gewesen, dass nicht nur Texte sind, sondern dass bei den Texten auch Bilder dabei sind, weil das auch nochmal unsere Seele ganz anders prägt und auch nochmal etwas verinnerlicht. Und das war mir wichtig. Und ja, und die Andrea hat gesagt, deine Texte, die sind jetzt gerade so in ihrer Größe, das passt wunderbar. Und so ist es dann entstanden. St. Ottilien laden ja viele Plätze zum Innehalten ein. Die Glocke im Kloster erinnert die Mönche regelmäßig daran, dass es Zeit ist, das Werkzeug, den Computer stehen und liegen zu lassen und auch die Schau nach innen nicht zu vergessen. Ich brauche den sinnvollen Wechsel von Arbeit und Ruhe, von Geselligkeit und Alleinsein, von Reden und Schweigen, von Aktivität und Gebet. Und ich muss immer wieder neu lernen, mir auch während des Tages Momente der Ruhe und Besinnung zu gönnen, ohne mir dabei gleich nutzlos und faul vorzukommen. Denn nur so kann ich auch immer wieder lernen, im Sinne Gottes ganz und gar mit Körper, Geist und Seele ganz Mensch zu sein.
Qualität leben ist für mich ganz wichtig und es kommt im Buch für mich sehr stark zum Ausdruck in dem Bild der Bank, wo ein weiter Blick gewährt ist ins Rheintal hinunter. Der richtige Augenblick, Kairos, ist für mich so eine Situation, wo ich beschenkt werde, wo ich einfach da sein darf, wo ich achtsam einfach da bin. Die Bilder im Buch sind ja so die Ruhepole. Man merkt, dir geht es um die Tiefenschärfe, ja. Jetzt nicht nur rein fotografisch gesehen, sondern um den Blick auch zu schärfen auf die kleinen Dinge, die bedeutsam sind, die uns wieder Kraft geben. Sinnbild hier, die Ottilianer Tankstelle. Mhm. Was war da der Gedanke dabei? Ja, das ist richtig. Wie du sagst, in meinen Bildern geht es darauf, wirklich so ein bisschen eine andere Perspektive zu kriegen auf Dinge, den Betrachter auch dazu animieren, vielleicht mal selber stehen zu bleiben, anzuhalten, mhm. mal einen anderen Blick auf Dinge zu werfen, genauer hinschauen, näher hinschauen. Mhm. Und eigentlich das, was man in den Bildern wiedergeben kann, kann man eigentlich auch so ein bisschen auf den Weg jeden Alltags übertragen. Ruhig mal innehalten, mal die Sache, die einen momentan betrifft, aus einer anderen Perspektive mhm. anschauen. Mhm. Und schon gibt sich auch ein anderes Bild. Mhm. Und den Zusammenhang mit den Texten, Bild und Text, wie Wolfgang schon sagt, Bilder prägen unsere Seele, mhm. Gibt sowas einfach manchmal eine Harmonie und verdichtet es und bleibt vielleicht auch dadurch ein bisschen besser im Gedächtnis. Mhm. Wenn man denkt, stimmt, zu dem Text, dieses Bild, so kann man es mit auf den Weg nehmen. Mhm. Ja. Im Buch wird immer wieder von Gegensätzen gesprochen, gehimmelt und geerdet, trotzdem und aber, Hindernisse und Brücken, von Gott erfüllt und den Menschen nah. Für mich sind das Leben schaffende Gegensätze oder ich möchte es mal ausdrücken, vielleicht mit einer Harmonie der Gegensätze. Viele Menschen suchen ja immer einen goldenen Mittelweg. Ich glaube, dass es gerade diese Gegensätze braucht, die unser Leben beleben und die unser Leben in eine gute Spannung bringen. Viele Bilder sind mit Wasser und Licht gezeigt. Das sind für mich wirklich ja, Zeichen, die in der Bibel auch immer wieder für die Gegenwart des Heiligen sind. Und es sind Zeichen, die uns Menschen ansprechen. Für mich das Bild des Dreiklangs, weil ich ja auch Musiker bin, in Einklang mit mir selber, im Einklang mit den Menschen und im Einklang mit Gott. Und es ist sozusagen der Akkord des Lebens, der für mich ganz wichtig ist. Da ist im Buch das Bild von meiner Gitarre und man sieht dann auch mein Brustkreuz, das Kreuz, über dem ein Regenbogen abgebildet ist. Der Rückenbogen ist ja Zeichen der Gegenwart Gottes, der Regenbogen, der Himmel und Erde verbindet. Für mich aber auch ein Zeichen wie eine Brücke, dass wir Menschen so Brückenbauer sein dürfen, etwas zu überbrücken. Und ich glaube, nur wer ganz bei sich selber ist, der kann auch ganz beim anderen sein und der kann Brücke sein. Also kein Pontifex Maximus wie der Papst, sondern ein Pontifex Minimus, so ein kleiner Brückenbauer im Alltag.
Gott, mein Glaube ist oft nur ein brüchiger Steg über die Abgründe meiner Ohnmacht und Angst. Oft mangelt es mir an Vertrauen. Du aber, Gott, willst mir Brücken bauen über die Tiefen meines Lebens. Ich will glauben, dass deine Hand mich